Well done, lads. You did well with the Summers case. But we have a problem. The examiner received a new letter today. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. They've both been rinsed in gasoline like the previous letters, so I can't lift a print. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von L.A. Noir. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben einen Pass? Nein, ein Buch. Oh ja, ist ein Buch. Zu tragen Leid, das ihr unendlich meint, Unrecht verzeihen, das schwarz wie Tod und Nacht. Der Macht zu trotzdem, die allmächtig scheint, trotzen und lieben hoffen bis der Hoffnung Kraft. Aus ihren Trümmern das Ersehnte schafft, nicht straucheln, schwanken, nicht der Reue Macht. Gleich deinem Ruhm, Titan, heißt dies allein. Gut, groß und frei und schön und freudig sein. Ja, dies allein heißt Leben, Herrschen, Siegen. To suffer woes, which hope thinks infinite. To forgive wrongs darker than death or night. Das ist richtig, ne? Affair. Ja, so, packen wir das mal wieder weg. So, was haben wir hier? Ein Briefchen. Das mit dem Lesen ist immer brutal schnell hier. Und sahen verwundert nach dem Himmel auf, diesweil noch immer die Musik erscholl, ich aber in einem Brunnen schnell auf öffentlichen Markt, den Widerschein des Mondes gleich, der sich in Wellen spiegelt unter grünem Laub. Ein Auszug aus Shelley. Und das ist BD. BD. Hier. I hit. Finde mich in meinem Versteck. No one else but the killer knew about this message. Can't be D. Find me where I hide myself. Also finde mich, wo ich mich selbst verstecke. Achso, das kann ich nicht öffnen? Hä? Warte mal. Ah, vielleicht war das der Brief da drin. But where does that leave us? If this is the Dahlia killer. And he is responsible for the Tarleton murder, not to mention the Mueller. Das ist nicht der Dahlia Killer, das ist BD. Let me finish, Rusty. We have five birds in hand and none in the bush. Rusty heißt er. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Deine auch. Looking in wonder. Ah, fuck it. I knew this run was too good to be true. I hid myself within a fountain in the public square. You like that stuff? What is it supposed to mean? It's supposed to... Forget what it's supposed... What does he want it Where are you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay, it's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. A what? A story with two meanings. A symbolic meaning. But that's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Can somebody tell me what the fuck is going on? The fountain in Pershing Square. Come on, we have a clue. Captain, thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. Das ist richtig, Rusty. Ich muss dir eins sagen. Der Killer ist schlauer als du. Mhm. Aber das wusstest du. Okay, wir müssen weiter. Wir gehen jetzt zu einem Brunnen. Moin Meister, grüß dich. Hi. Ja? Da kommt gleich jemand. Es ist auch immer wichtig, die Bevölkerung bei Laune zu halten. Hups, ich habe mich schon wieder verlaufen. Hier wollte ich gar nicht rein. Hallo, raus. Okay, wunderbar. So, Rusty. Wie komme ich denn auf Finbar? Wer hat denn Finbar gesagt? Hieß er nicht Finbar? Und war das nicht früher immer so, dass man auch Zeitung bekommen hat? Hallo. Get this morning's edition hot off the press. Ja, hör mal, ich bin direkt neben dir. Du brauchst nicht schreien, ne? Was war das denn für ein cooler Move? Hör mal, Cole, was geht ab? Ey, der macht das automatisch. Cool. Ach, du kannst das auch? Holy shit. You're behind the wheel. This guy's got a screw loose. Der Kofferträger. All those cases, Rusty. What have I been telling you all along? We gotta get this guy. Das ist richtig und das werden wir.
werden ihn kriegen. Und dann wird's ekelhaft. Sperren wir ihn weg. Zack, weg ist er. Was hat er jetzt vor? Will er den jetzt, will er jetzt in den Brunnen rein oder was? Ach, nach einem neuen Hinweis suchen. Okay, Rusty. Lass mich suchen. Rather you than me, Phelps. Da steht was. Ach, verdammt, das ist der Mülleimer. Hallo da. Du mit dem Müll in deiner Hand. Das ist so geil. Kooperiere. Warte. Kooperiere. Und lass Los Santos Clean City shine. Und lass Los Santos als saubere Stadt strahlen. Geil. You know, the local hobos use that as a latrine. Aha. Sozialversicherungsausweis Nummer 07805. Elizabeth Short. Betty Short. Black Very dog. Short. Betty Short. So, ja, packt das wieder dahin, genau. Wir müssen das nicht mitnehmen. So, der ist der Cave. Seht, eine Grotte weiß ich, überwachsen von Pflanzen. Die mit üppigem Gerank von Blumen und Blatt das Tageslicht und ausgelegt mit Adern von Smaragd. In ihrer Mitte murmeln springt ein Quell. Von hoher Wölbung Niederhagen dort des Bergs gefroren, die wie Schnee, wie Silber oder Diamanten ersäulen, verbreiten rings ein trautes Dämmerlicht. Erster Auszug, zweiter Auszug. All overgrown with trailing odorous plants which curtain out the day. Where next? Elizabeth Short's Social Security card. Jesus Christ. That's not all. There's another stanza from Shelley. Can you work it out? Bestimmt. Achso, ich muss das jetzt entziffern. Warte. Work out where he's taking us. I don't like this freak leading us around by the nose. Benutze die Hauptkarte, um die Wahrzeichen zu studieren und ein Ziel festzulegen. So, seht eine Grotte weiß ich, überwachsen von Pflanzen, die mit üppigem Gerank von Blumen und Blatt das Tageslicht verhängen. Also irgendein Ort, der auf jeden Fall mit wahrscheinlich diesen Kletterpflanzen zugewachsen ist. Und ausgelegt mit Adern von Smaragd, der weist auch darauf hin. In ihrer Mitte murmeln springt ein Quell. Von hoher Wölbung niederhangen dort des Bergs gefrorenen Tränen. Die wie Schnee, wie Silber oder Diamanten sollen, verbreiten rings ein trautes Dämmerlicht. Wie komme ich denn auf die Karte? Ich habe die Karte, glaube ich, noch nie benutzt. Warte mal. Rusty? Karte. Ach du Heilige, was willst du denn jetzt von mir? Zentralrevier? De Los Santos. Denkmal markiert den Ort, an dem Los Angeles gegründet wurde. Sir, bitte schon. Crispy ausgesucht. Siedlergruppe von nur 11 Familien gegründet. Also da bin ich nicht da. Wo bin ich denn überhaupt? Das sieht so aus, ne? Irgendwie. Das sieht danach aus. Was anderes habe ich noch gar nicht freigeschaltet, will ich mal sagen. Was ist denn das? Geht's da noch weiter? Hier haben wir noch einen Ort. Wildshire Revier, das ist auch ein Revier. Holy shit, ey. Das geht aber weit. Ich habe mir die Karte noch nie angeguckt. Hier ist noch ein Ort. Filmset, da waren wir schon, ja. Theater. Stadtbücherei von L.A. Okay. Verstecktes Fahrzeug. Zentralrevier. Stadtarchiv.
Die markanten gotischen Zwillingstürme des Stadtarchivs erheben sich über ein gewölbtes Dachfenster, das sich über etwa 15 Meter spannt. Dachfenster, das sieht aus wie eine Grotte, ne? Die Glasarbeiten zeigen eine mit Pflanzen und Wildblumen überwucherte Höhle. Wir haben's. Rusty, zur Feier des Tages fahre ich heute. Entweder das oder ein weiter ist es. Ne, aber er sagt ja, wie eine Höhle. Und das sieht ja auch so aus. Wenn das jetzt noch bewachsen ist, dann müsste das dort sein. Was auch immer wir da suchen, wir gucken uns die Geschichte mal an. Vielleicht kriegen wir auch noch mal einen anderen Fall mit rein. Was macht der auf der Straße? Rusty. Rusty. Ja, bricht sich fast die Beine, der arme Kerl. So, auf geht's. Jetzt ist er weg. Oh, ich dachte, ich könnte eine coole Drehung machen. Der Wagen ist einfach Mist. Das ist cool, das macht Spaß, so eine Schnitzeljagd-mäßig, ne? Suits me down to the fucking ground. Clip this fuck and we get citation. What a day to be a cop. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, was ist mit euch? Holy shit, ey. Meine Güte, ich hab die beschissenen Sirenen an. Das ist alles aber auch bei uns in der Nähe, ne? Gut, dass ich ein Profifahrer bin. Stadtarchiv. Ah, ich hätte jetzt echt gedacht, dass das wirklich an den Wänden die Ranken sind. Aber das ist wohl irgendwie, sind das Gemälde, die er meint. Ja, ist wie eine Grotte, ne? Es ist dämmerlich. Aber wo sind die Pflanzen genau? Da sind die Pflanzen. Okay, wunderbar. Haben wir's. Und wo sollen wir jetzt hin? Auf dem Kronleuchter? Da liegt's, yo. Ich hab's. Rusty? Can I help you, sir? Das geht dich gar nichts an, was wir hier machen. Detectives, LAPD. This is very important, sir. How do we get to the top of the chandelier? You what? Have a little faith, pal. We're in a real hurry. Head up to the top floor. There's an access panel and a ladder in the maintenance room. Warte. Hier leuchtet was. Versteckte Marken habe ich auch noch nicht gesehen. Die nehme ich mit, mein Freund. Warum hast du hier eine Marke liegen? Belohnung, 5 versteckte Fahrzeuge. Ach, die schaltet der mir dann immer wieder frei. Du verarschst mich doch, ne? Wo hast du die Marke her? Wir müssen nach oben. Keine Zeit, mit dem zu quatschen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rusty, spring! Rusty weiß, wo es lang geht. Ich vertraue dem jetzt mal. Hallo, verarsch mich nicht. Cole, hinterher. Lass den mal ein bisschen rennen hier. Oh, Rusty, ey, du bist ein schwieriger Kandidat. Ich mach schon auf. Dauert mir zu lange hier. Aber es muss ja auch irgendjemanden sein. Was willst du denn hier drin? Ach, eine Leiter. Na gut. Kommt der mit? Ich muss balancieren. Ja, natürlich. Das ist auch so stramm. Oh, huch. Ich hab gar nichts gemacht, ne? Ich war voll in Waage. Eine Uhr. Schmuck. Von welchem Fall? Zweiten? Deirdre Muller's missing watch. Was ist sie? Das ist die Uhr. Und wieder ein Auszug. Das heißt, Schnitzeljagd geht weiter. From the temples. Achso, aus dem Tempel hervor. Von Aug und Ohr. Ob allen Künsten der Musen. Aus murmelnden Wellen in siegter Quelle. Driss Weisheit, der schwingen betaut. Was? Betaut. But how? From the temples high of man's ear and eye, roofed over sculptures and poesy. Where have I seen that? Frag ich mich gerade auch. Muss ich das ja auch wieder mit einer Karte machen? Wir gehen runter. Wie eine Schaukel. Ah,
Dip in between that thing from side to side. Get it over the edge, then jump for it. Das klappt nicht so ganz gut irgendwie. Ich weiß nicht, wie eine Schaufel funktioniert. Und, whoa. Whoa. Ja, warte doch, das macht Spaß hier. Und wie kann ich runterspringen? Also. Nice. Smooth gelandet. Ja, fast schon elegant. That was too close. Yeah, well, the higher you climb, the further you fall. Let's get out of here. Another Dahlia clue? No. A yellow gold wristwatch. From Older Dame. Yes. And a scrap of the poem. Another location. If I can work it out. Ja, Hinweise, so. Hä? Achso, ich bin bei Orte. Hä? Nee, warte mal, ich war bei Orte. So, ich muss ein nach oben. Wunderbar. Dritter Auszug. Aus dem Tempel hervor, von Aug und Ohr, ob allen Künsten der Musen erbaut. Aus murmelnden Wellen entsiegelter Quellen, drin Weisheit, dedalische Schwing, Betaut. Keine Ahnung, was betaut sein soll. Betaut? Ich spreche das bestimmt einfach nur falsch aus. Betaut. Betaut. Betaut? Betaut. I don't know. Was haben wir denn noch für Orte? Verstecktes Fahrzeug? Theater. Filmset vielleicht? Da waren wir, okay. Stadtbücherei? Was ist mit der Stadtbücherei? Ist die das vielleicht? Die hat einen Turm. Was steht denn dazu zur Stadtbücherei noch? Bertram? Du bezog sich beim Bau seiner hohen tempelartigen Zentralbücherei auf das alte Ägypten. Das Gebäude ist überdacht von einer Mosaikpyramide. Am höchsten Punkt steht die Skulptur einer Hand mit Fackel. Sie repräsentiert das Licht des Lernens. Verstecktes Fahrzeug. Verstecktes Fahrzeug. LPD, Revier. Und das war, kann ja nur. Wir haben ja sonst nichts mehr, ne? Das ist das Einzige, was ein Turm ist. Haben wir mal hin. Das ist ein verstecktes Fahrzeug, hier ist ein Filmset und hier ist ein Theater. Das ist ja unwichtig. Ist das unser Auto? Nee, das ist doch nicht blau. Das ist unser Auto. Steig ein. Ich fahr. Nee, ich fahr. Ich zeig dem Rusty mal, wie man fährt, weißt du? Hui. This guy needs to be taken out of circulation. It takes pleasure to bring us along. Oh, true. Demonstrating how much smarter he is. Enjoy it while it lasts. Got you now, genius. Come. Mal gucken, ob es richtig ist. Bin ich mal gespannt. Aber ganz schön weit diesmal, ne? Kann man sagen. Ne? Habe ich jetzt gar nicht gesehen, ob die Karte wo wir waren. Wahrzeichen. Was war das denn? So schnell war ich gar nicht. Hui. Auf jeden Fall war es das Wahrzeichen schon mal nicht, wo ich hin muss. Hallo. Immer schön über die Kreuzung die Sirenen anmachen, damit die Orle schön schön bleiben. Hui. Bin da. Alles gut. Das ist ja cool mit dem... Mit der etwas erhöhten Straße. Ist wohl falsch. Nee, doch nicht. Du musst nur reinfahren mit dem Auto. Du musst richtig rein, weißt du? Richtig rein. Oh nein, ich sehe schon. Komm mit, Rusty. Wir müssen hier hoch. Nein, natürlich nicht.
Reicht doch direkt die Rente ein. Wenn du nicht mal hier klettern willst, so. So, was haben wir denn hier? Taubenschlag? Nee. Okay, hier haben wir noch gar nichts. Dann müssen wir hier hoch. Upp, ich bin da. Hallöchen. Was sind das, diese Rutschrohren? Nee, das ist so ein Lüftungsschacht. Aber kaputt. Ich glaube, ich muss sowieso noch höher. Weil hier ist noch ein Gerüst. Das kann ich aber nicht nutzen, um höher zu kommen. Cole, ein bisschen schneller bitte, ja? Der schlendert da herum. Da haben wir eine Tür. Die wird uninteressant sein. Die hat keine goldenen Griffe. Okay. Muss ich auch mal einen Überblick über die Lage schaffen, ne? Da leuchtet irgendwas blau. Hier haben wir noch ein Gerüst. Da kann ich doch klettern. Ja, da haben wir auch eine Leiter und so. Wunderbar. Oh, 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 oh. Hier, guck mal. Kletterhack. Parcours. Über das Seil ist er geeilt, ne? Oh, hast deinen Hut verloren, mein Freund. Ja, kaufst den neuen. Holy shit, ey. Brett ist breit wie sonst was, weißt du? So, hier ist noch eine Leiter. Hep, 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 hep. Und springen. Hoffentlich muss ich nicht den ganzen Weg wieder runter. Holy shit, der will ganz, dass ich ganz nach oben gehe. So, hier hätte ich jetzt auch Schwierigkeiten auf dem Ring. Auch wenn das breit ist. Aber die Höhe macht's, ne? Die Höhe macht's. Wie oft kann ich denn runterfallen, bis er wirklich runterfällt? Er geht nicht automatisch. Da, schon wieder. Er fällt einfach. Er fällt einfach. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Sometimes a step backwards is a step in the right direction. Jetzt muss ich wieder runter. Habe ich jetzt was übersehen oder geht's jetzt hier weiter? Cole, irgendwas. Hä? Aha. Holy shit, bitte lass mich gleich unten erscheinen. Und nicht den ganzen Weg wieder runter. Ich bin da. Wir haben es erreicht. Ziel ist erreicht. So, was haben wir denn hier? Mosaike haben wir hier? Ja. Da haben wir was. Das ist mies versteckt. Hier haben wir einen Anhänger. Our Lady of Guadalupe, ripped from Antonia's Antonia's Medallon. Hong Hong. Okay, und noch ein Text. Oh, ich sehe schon. Der ist ein bisschen aufwendiger. Und welcher eins der grauser Tod. Weißt du was, ich mache das gleich in dem kleinen Buch. Ist viel, viel besser als so schnell. Also schnell verstehst du es dann auch gar nicht. Bewohnt von Völkern, die die Erde deckt. Die sterblich waren, aber menschlich nicht. Seht ihre ungeheuren Werke liegen, ihr widriges Gebein. Ja komm, achso, ich kann das ja auch wegmachen. Dann sehe ich das ein bisschen schneller. Wir sind fertig. Wir sind nicht fertig. Irgendwas fehlt. Hat er das jetzt nicht akzeptiert? Jetzt haben wir es. Hm, der hat es nicht akzeptiert. Aha, Gott sei Dank, wäre ich geportet. What is it this time? The religious medal from the Maldonado case. The Dahlia, Molar, Maldonado. When this gets out, we still have to find the guy, Rusty. Another poem. Ja, aber trotzdem, wenn you das rauskommt, idea, er right? hat halt wirklich verkackt, ne? Come on, Phelps. We're on a roll here. Don't let me down. Ich glaube, die wollen das wirklich so machen, dass die den Mörder dann am Ende haben.
Und es nicht rauskommen soll, dass die anderen alle unschuldig sitzen, wa? Ich glaube, darauf wollen die hinaus. So, gucken wir uns jetzt mal die Hinweise nochmal an. Der vierte Auszug. Um welche eins der grause, tot, gegrinst, begrabene Symbole? Der Zerstörung, Ruin, jetzt inmitten von Ruin. Zur Seite hier die Trümmer stolzer Städte, bewohnt von Völkern, die die Erde deckt, die sterblich waren, aber menschlich nicht. Seht ihre ungeheuren Werke liegen. Ihr widriges Gebein und Marmorbilder von ihrer Hand und Häuser. Dort und Tempel, Gestalten wunderbar, die in das Grau gehüllt, nun der Vernichtung und zersplittert, versenkt nun in die dunkle Tiefe sind. Was will er denn jetzt haben? Vor allem, wir haben doch auch gar nichts mehr, ne? Theater, was haben wir denn hier noch? Verstecktes Fahrzeug und hier auch, ne? Verstecktes Fahrzeug, ja. Hier haben wir noch was? Ach, den habe ich schon freigeschaltet. Das war auch ein verstecktes Fahrzeug. Da habe ich auch noch gar nicht nachgeguckt, ne? Großartig. Das Filmset vielleicht? Aber da waren wir auch schon, ne? Aber sonst haben wir auch nichts mehr. Alle Fragezeichen sind Fahrzeuge, ne? Ne, Westlake, Tarpit. Tarpit. Das Rea. Ab 1901 gab es dort archäologische Funde, darunter 1914 das Skelett einer Frau. Ein Schädeltrauma macht sie möglicherweise zum ersten dokumentierten Mordfall. Ist das das vielleicht? Ein Kunstmuseum, das könnte es auch sein. An diesem Ort fanden bis 1909 Rennen und Glücksspiele statt, bis besorgte Bürger hier ein kulturelles Zentrum erschufen. Das Museum enthielt die schönen Künste, während der Rosengarten Wunder wie das Himmelmodell mit einer Sphäre innerhalb einer Sphäre oder einfach Amylasphäre bereithielt. Ich überlege gerade, kommt das da, oh, jetzt habe ich die Karte wieder zugemacht, ob das da irgendwie jetzt vorkommt. Das ist ein verstecktes Fahrzeug, das ist ein verstecktes Fahrzeug, das ist ein verstecktes Fahrzeug. Versteckt, versteckt. Versteckt, 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 versteckt. Ach, leck mich, alles versteckte Fahrzeuge. Okay, ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Obwohl, es war jetzt bis jetzt alles irgendwas mit der Stadt, ne? Hatte alles jetzt was zu tun. Gucken wir vielleicht, ja, oder hier, wegen dem Mord und so. Vor allem, was ist da abgebildet? Ich sehe da einen Mammut. Und das sieht so aus wie ein Tintenfisch oder sowas. So ein Oktopus-Tintenfisch, irgendwie sowas. Soll er mal fahren. Westlake Tergrube untersuchen, wo finde ich die denn? Wieso sagt er mir das? Hat er mir das immer gesagt? Das wäre jetzt super peinlich. Das wäre super peinlich. Upsi. Aufpassen! Rusty, halt dich zurück. Lass das meine Sorge sein. Und der Müllwagen da. Geil, nice. Der hat einfach einen Container hinten drauf. So, fahren wir? Can you drive to this one? Du fährst jetzt mal. Kann ich nicht auswählen, die Teergrube? Ich weiß sogar nicht, wo die ist. Boah, ist das die Teergrube? Das ist doch nicht die Teergrube. Oder haben sie das einfach nicht übersetzt? News from Washington. Wenn wir einen Mammut und den Oktopus sehen, dann wissen wir, aha, okay. Wir sind richtig. Wir haben es richtig ausgewählt. Aha, wir haben es richtig ausgewählt. Geil. Holy shit, sowas haben die hier. 9 von 30. Guck mal, da findest du auch alle. Kommst du, jetzt ein Elefant. Das war kein Mammut. Das war nur ein Elefant. Verdammt.
Und du bist ein kleiner Elefant. Ein Baby-Elefant. Hallöchen. Lass mich mal durch hier. Und das ist Papa-Elefant. Oder Mama-Elefant. Mama-Elefant hat es nicht geschafft, aus dem Teer zu entkommen. Ach, das sind so, so nach dem Motto, guck mal, das haben wir hier gefunden, das haben wir hier gefunden und das haben wir hier gefunden wahrscheinlich, ne? Natürlich, der macht ja auch gar nichts, ne? Boah, schubst den einfach da rein. Oh, cool. So. Ich geh rein, mein Freund. Whoa. Beweg dich schnell zwischen den sicheren Plattformen. Achso, hier. Warum? Was meinst du, soll passieren? Meinst du, ich sink hier ein? Ich glaube nicht. Ich bin da Profi drin. Der Rusty, der hilft mir doch schon. Kann ich hier rüber springen? Nein, geht nicht. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Rusty, ich muss mich konzentrieren. Lass mich ruhig. Ich muss dir überlegen, der Typ musste das ja auch gemacht haben, ne? Sinkt da ein? Das sinkt immer ab hier. Und dann taucht es wieder auf? Ne, das ist komplett weg dann. Ich komme hier nie wieder raus. Nie wieder. Holy shit, warum haben die nicht einfach einen beschissenen direkten Weg dahin gebaut? Was soll denn das? Was soll das werden? Was soll das darstellen? Holy shit, ey. Die verarschen einen doch wirklich hier, oder? Hätten auch direkt geradeaus den Weg bauen können. So, ich dachte, da wäre was. Bin ich falsch, oder was? Ich glaube, ich bin hier falsch. Ne, hier liegt was. Ah, die Handtasche. Ne, ist ein Schuh. Mhm. Alles klar. Handtasche. Mhm. Ne, ist klar. Guck mal, wie schön weiß der noch ist. One of Teresa Terrellson's shoes. Und wieder ein Auszug. Und jener anderen Lichtung entrauscht in Wirbelsturm. Ja, machen wir gleich. Meine Güte. Musik und Light, Empty Space, and from the other opening in the wood rushes, loud and whirlwind harmony, the sphere. Wir wissen, wo die Sphäre ist. Brauchen wir gar nicht mehr weiterlesen. Wir wissen, wo wir hin müssen. Wir müssen jetzt zu diesem... War das die Stadtbücherei? War das die Stadt... Nee, der... Aber ich weiß auf jeden Fall, wohin. An open-toed white shoe and another stanza from the Jetzt hat er ein Boot. Wo hat er ein Boot her? Warum sitzen wir in einem Boot? Is this thing over? It's all part of his power over us, making us run round all over the city for the clumsiest. Hups ihn da rein, da wird ihn nie jemand finden. We can find the guy. Einfach zack rein da. Okay, wunderbar. Wir müssen jetzt zum nächsten Hinweis, aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Also, bis dahin.